Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zurück hier zu The Quarry, mittlerweile Folge 5. In der letzten Folge haben wir schon die erste Begegnung mit den Kreaturen gemacht. Ich tippe auf eine Art Werwolf. Abby und Nick haben schon eine Begegnung gehabt. Der Nick hat das Ganze nicht so gut überstanden. Der wurde schon quasi angegriffen, wurde auch verletzt. Gut möglich, dass er jetzt halt quasi infiziert ist. Die Abby ist noch recht gut davongekommen. Auch hier die Emma hat gerade schon eine Begegnung im Baumhaus. Und wir sehen, wir haben hier wieder was Neues. Da werden wir erstmal jetzt kurz reinschauen. Wir haben hier vergebliche Mühe. Dumm ist, wer dumm stirbt. Es hat Vor- und Nachteile, den Narren zu spielen. Entscheidungen haben in jedem Fall Konsequenzen. Wenn Unwissenheit ein Segen ist, was ist dann Dummheit? Deinen Weg ansehen. Jacob baute den Verteiler aus dem Minivan aus. Der Minivan sprang nicht an, daher konnten die Jugendlichen Hackett's Quarry nicht verlassen. Der Verteiler fiel Jacob beim Schwimmen im See aus der Tasche. Jacob beschloss, den See nicht nach dem verlorenen Verteiler abzutauchen. Der Verteiler war für immer verloren. Ja, wie gesagt, habe ich mich so entschieden, weil ich gedacht habe, okay, wenn der Mr. H. der nächste Tag wieder kommt, kann der uns ja nach Hause fahren. Ja, das war so mein Gedanke. Dann haben wir hier was Neues. Wer's findet, dem gehört's. Den letzten beißen die Wölfe. Während du versuchst, die Nacht zu überleben, ohne in ein Blutbad zu geraten, kommt Hilfe vielleicht von einer unerwarteten Seite. Ob du sie annimmst oder nicht, liegt ganz bei dir. Es war hier, ja. Da haben wir uns ja entschieden, da nicht zu schießen. Ryan rannte durch den Wald und konnte gerade noch sehen, wie Nick von einem Jäger weggeschleppt wurde. Ryan schoss nicht auf den Jäger. Ryan sah mit an, wie sich der Jäger seinen Finger abschoss. Ja, weil der Nick ihn gebissen hat. Und ja, er anscheinend weiß, okay, der Nick, der ist jetzt auch infiziert. Schieße ich mal nicht den Finger ab, ja, bin ich's auch. Ablenkung. Weidmanns Heil, Kinder. Präge dir die goldenen Regeln der Jagd ein. Lenke niemals einen Jäger ab. Lass dich nicht durch das Gesehene täuschen und werde niemals zur Beute. Jacob lenkte den Jäger nicht ab. Der Jäger schüttete Jacob Blut ins Gesicht. Ryan hörte ein Rascheln im Gebüsch, schoss aber nicht. Haben wir uns recht gut entschieden. Ja, wie gesagt, hier wurde, haben wir nicht gemacht, weil der Jäger wollte uns ja eigentlich nur helfen. Ja. Und ja, hier im Gebüsch haben wir nicht geschossen, weil wir wussten, beziehungsweise habe ich mir denken können, dass es wohl kein Tier ist. So, dann haben wir hier auch was Neues. Hier die Insel im See war ursprünglich nur ein Teil des Steinbruchs, der nicht ausgehoben wurde. Heute dient sie als Sinnbild dessen, was es bedeutet, ein Hacketier zu sein. Abenteuer, Wildnis und Individualität. Septimus See war früher das Herz des Steinbruchs und wurde nach Septimus Hackett benannt, der die Entscheidung traf, den Steinbruch zu schließen und zu fluten. So ebnete er den Weg für die spektakuläre Rückkehr zur Natur. Wie wir sie heute sehen. Achtung, schwimmen nur unter Aufsicht erlaubt. Baumhaus. Unser schönes Baumhaus wurde vom Campleiter Chris Hackett persönlich gebaut, der dabei größten Wert auf Sicherheit und Spaß legte. Wer sich auf eine Abenteuerreise zur Insel begibt, zum Baumhaus hinaufklettert und sich darin umsieht, wird es sicher nicht bereuen. Ja, da sind wir aktuell mit der Emma. Wir sind aber, wie gesagt, nicht alleine. Wir haben hier die Kreatur bei uns und sind quasi noch auf der Flucht davor. Ich hoffe, wir überleben das Ganze. Bis jetzt sind wir noch gut davongekommen. Das macht schon recht Krach, ne? Langsam. Ja, macht da nicht so viel Lärm, ne? Naja. Beschleunigen. Ah, ich bin unsicher. Das war keine gute Idee. Ich hätte es sein lassen sollen. Es war mir so klar eigentlich. Einholen, springen. Boah, Leute, Leute, Leute. Komm, wir springen.
Ja, anscheinend sind wir recht gut davon gekommen noch, ne? Oh, Oh, sie schon wieder. dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ach, ist es wieder so weit? Sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Und wie immer entscheidest du, willst du noch was sehen mit mir? Na klar, wollen wir natürlich sehen. Kleine Vorahnung. Okay, das war der Nick und der Jäger. Du verabschiedest dich also. Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Ja, Kapitel 4 haben wir dann dementsprechend jetzt auch beendet. Kapitel 5. Grundrauschen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es da überhaupt gibt. Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war... Fuck, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Dankbar geht schon, mitfühlend. Wie geht es dir? Und du, wie geht's dir? Ich? Nun, ich... Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Ich... Schon gut. Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, Da war noch eins in Mr. H's Büro, also zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denke ich. Was, wollen Sie zum Radioschuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Habt ihr das auch gehört? Shh. Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Beruhigend, pass bitte auf, vorsichtig, es ist vielleicht gefährlich. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nachsehen. So, jetzt spielen wir hier die Caitlin. Die natürlich bewaffnet ist.
Okay, er wieder, der Jäger. Ah, der will uns ja eigentlich nichts tun, ne? Also so kommt es mir zumindest mal rüber. Ich denke, der weiß halt, was in dieser Nacht halt so hier alles passiert. Deswegen denke ich nicht, dass der uns was tun will. Ne? Der hat dem anderen ja jetzt auch geholfen, dem Jacob. Ich schätze halt schon mal, dass der aus einem anderen Grund halt hier ist. Hier ist niemand. Finde sie und blute sie. Und meld dich danach, Bobby. Finde sie und blute sie. Na, wahrscheinlich das Zeug, was er beim Jacob schon ins Gesicht gemacht hat, ne? Sieht die doch. Der kann mir doch jetzt nicht erzählen, dass der das nicht sieht. Oder? Echt jetzt? Wie krass ist das? Der sieht die nicht? Okay. Nein! Das war dumm. Ich hab grad voll in die falsche Richtung gedrückt, ich Jockel. Jetzt hab ich keine Waffe mehr. Nein, Alter. Fuck, Mann. Also das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Naja, ich hab gerade... Es hat die ganze Zeit alles richtig gut geklappt, ne? Uns kennenlernten und ich glaube, es war mein erster Patzer. Eigentlich ist es ja recht easy. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich da ein bisschen nach rechts gegangen bin. Danach noch mal wiedersehen, weißt du? Sorry, Nick. Was hast du gesagt? Unsicher. Ich schütte dir mein Herz aus. Sorg dich nicht um Caitlin. Hey, ich schütte dir gerade mein Herz aus. Oh, Nick, es tut mir leid. Können wir das später klären? Ich habe wirklich Angst und ich... Kein guter Zeitpunkt. Neugierig. Ich hatte das Gefühl, es hätte mehr passieren können. Verbittert, ich verstehe dich nicht. Wir sind neugierig. Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass vorhin mehr zwischen uns beiden hätte passieren können. Nun, hättest du dir gewünscht, dass mehr passiert? Was? Bist du dumm? Hey! Sorry. Ich meine, natürlich wollte ich, dass mehr passiert. Ich war nicht sicher, ob du auch willst. Das scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt? Sag's mir ruhig. Ja, glaub schon. Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Nick. Was ist denn da draußen los, Caitlin? Versteck dich! Los, beeil dich! Schon okay, ich schaff das. Oh mein Gott! Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch!
Okay. Im Radioschuppen gibt es also echte Technik. Ich dachte, das reicht nur für deinen Morgenansatz. Oh ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ich meine, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio bringen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Und ist das etwas, das du später mal machen willst? Camp Radio? Ich meine, DJ oder Musik oder so. Oh, ja, ich meine, ich mag Musik, aber ich dachte an ein Studium der, Quantenphysik. Warte, was? Wir werden schon gejagt. Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein Wissenschaftler. Schon klar, ich meine, also, nicht hier, Wer die ganze Zeit hin? Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause und hier bin ich... Bist du klugscheißer Klassenclown? so würde ich es nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und habe sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dylan. Und du? Magst du den blasierten Dylan? Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. ich mag Dylan. Nun, schön, dass du hier bist, Dylan. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. So, wir waren ja schon mal hier, ne? Recht am Anfang mit der Abby und der Emma. Genau. Da haben wir ja eigentlich hier schon alles untersucht, ne? Ist halt die Frage, könnte ich was Neues finden? Hier jetzt mit dem Dylan und dem Ryan. Ich tippe jetzt eher mal auf Nein. Aber ich denke, ich werde mal trotzdem kurz gerade so überfliegen, mehr oder weniger. Also hier kann ich immer noch nicht schreien. Zum heiligen Voodoo-Dudu ist das. Okay, er stellt es auch wieder rein. Das ist doch bestimmt dieses Zeug da, dass die sich da immer so reinschmieren, die Jäger. Könnte ich mir jetzt fast vorstellen. Ich denke, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir direkt... Ich gehe mal kurz hier hin. Ja, das hatten wir ja mit den anderen beiden auch. Aber vielleicht nimmt er es ja mit. Mann. Die Kids haben das hier vergessen. Das ist dreimal so alt wie sie. Was zum Teufel mache ich denn? Ne, okay, er stellt es auch wieder hin. Ja, komm, geh mal lieber schnell hinten in die Hütte. Denn wir haben natürlich schon gesehen, dass wir hier nicht alleine sind. Oder soll ich erstmal, komm, ich gehe erstmal noch in die Hütte, die ist ja offen.
Vielleicht finden wir noch irgendwas mit ihm. Ich glaube es zwar jetzt nicht unbedingt. Wahrscheinlich alles nur die Sachen, die wir eigentlich mit der Abby hier auch schon gefunden haben. Na, da geht die Kamera noch nicht mal mehr rein. Ah, hier doch. Also ich kann es gerne, ne, Moment, Text einblenden, so groß wie... Ah, okay, das hatten wir schon. Ja, das ist also im Prinzip dasselbe wie mit der Abby. Ja. Gut, dann gehen wir ja da hinten in den Schuppen da rein. Das war ja diese Radio Station. Beweis gesammelt, Kratzspuren. Große, gezackte Kratzspuren an der Wand des Radioschuppens. Okay. Unsicher, einen Moment noch, zuversichtlich. Einen Moment noch. Okay. Gibt's da noch was vielleicht? Soll ich mal noch kurz ums Haus rumgehen? Vielleicht gibt's da noch was. Eine Tarotkarte, liebe Leute. Der Eremit. Aber guck mal, wir haben schon wieder zwei diesmal übersprungen. Okay. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit, aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an, nicht seins. Wer da wieder zwei Karten vergessen? Das ist halt immer ein bisschen... Da denkt man immer, man schaut sich recht gut um, ne? Aber... Ja, anscheinend dann wohl doch nicht. Aber gut. Alles klar, dann würde ich sagen, komm, gehen wir jetzt mal da rein. Okay. Ja, gut, dass wir uns noch dazu entschieden haben, noch kurz zu warten, ne? Sonst hätten wir die jetzt auch nicht gefunden. Oh, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay, okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Mr. H brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Abweisen, das wird keine Hilfe sein. Interessiert, woher kennst du dich damit aus? Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Der Technikrahmen war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht, wie Klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir
mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Wir sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut. Und ein paar von uns sind verletzt. Und, wir brauchen dringend Hilfe, also bitte. Sie sind, fiese Bären und, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen. SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Hör nur. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Der beste Betreuer. Ist nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Natürlich haben die uns gemeint. Ist ja hallo. Oh, scheiße. Die haben uns gemeint. Fuck. Was für eine Scheiße, Mann. Wie? Wir haben's verraten! Im verdammten Radio! Fuck! Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße. Fuck. Hey, nicht durchdrehen, okay? Lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Okay. Das hätte er ruhig mal machen können, ne? Ich war nicht sicher, natürlich, du hast es doch genau gesehen. Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Ich weiß es auch nicht. Brian? Ist das ein Bär? Ich werde da jetzt nicht einfach schießen, ich weiß gar nicht, wo der ist. Unnötig Munitionverschwendung. Wie ich finde. Was war das? Was ist das? Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, scheiße. Sie sind auf dem Weg, wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, sag, sie sollen sich verstecken. Drück die Taste.
Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte, los, schnell! Na, da war es doch gut, dass wir recht am Anfang da die Tür aufgebrochen haben, ne? Sie sind weg. So konnten sie jetzt direkt rein. Weg aktualisiert. Was jetzt? Verzweifelt. Können wir irgendwas tun? Aggressiv. Wir töten es. Sollen wir es töten? Komm, wir töten es, oder? Wir töten es. Das ist kein normales Tier, Mann. Ich glaube kaum, dass das Gewehr was bringt. Ängstlich hast du eine bessere Idee. Zuversichtlich. Was soll es sonst sein? Vielleicht ja doch, was soll sonst sein? Ich weiß nicht, Mann, ich halte es nur für keine gute Idee, mit rauchenden Waffen auf irgendein Supertier loszugehen. Was? Was bleibt uns denn für eine Wahl? Wenn es ein Gehör hat, wie ein Hund oder so. Ich meine, ich könnte eine hochfrequente Rückkopplung erzeugen und dann voll aufdrehen. Ich meine, das wird richtig schmerzhaft, aber... Okay, gut, tun wir's. Rückkopplung. Okay. Dann hauen wir mal rein, oder? Okay, komm, Dylan. Du schaffst das. Hallo. Hab's gleich. Dringend, mach schon. Ruhig, dreh nicht durch. Ruhig. Ruhig, Brauner. Immer ruhig. Hey, dreh. Jetzt. Nicht durch. Du schaffst das schon. Okay. Ja. Gut. Irgendetwas fehlt, aber... Aber was? Oh, fuck. Das Kabel hat's erwischt. Reparier's. Ich lenke es ab. Mach schon, los, Beeilung! Den erwischt er jetzt, ne? Fuck. Oh, die Wildsau. Mit der Kettensäge oder mit der Schrotflinte? Dann doch eher die Kettensäge, oder? Ist jetzt natürlich wieder die Frage, hätte man das auch verhindern können, dass der da hochgezogen wird? Ich weiß halt nicht, ne? Muss das sein? Scheiße. Nur eine Fleischwunde. Easy. Mach ein Pflaster drauf. Geht schon. Hol das Kabel. Was? Hol das Kabel. Das Ding, hol es. Mach ich. Steck es in das Dingsbums. Fest aufrücken. Eigentlich müsste das jetzt noch ausgebrannt werden, ne? So ein bisschen. Was muss ich tun? Hast du die Tasse? Lautsprecher im Arsch.
Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Ja, dafür hat er eine Hand verloren. Ne? Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig, richtig. Oh. Oh, warte kurz. Wie es kurzzeitig vergessen hat. Du hast es getan. Du wolltest es. Ey, wie, Alter? Oh. Holy shit. Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen hier. Ist es sicher? Oh. Ich hab Rücken. Unsicher, ich weiß nicht. Beruhigend. Fürs Erste schon. Ich denke schon, fürs Erste. Fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, scheiße. Hat uns aus der Lodge gejagt. Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Gut. Was zur Hölle war da oben? Oh mein Gott. Dylan, was ist los? Ach, mir geht's gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Puh, heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Nein. Nun, so ähnlich. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Wer ist da? Alter, krass. Das ist doch die... Die von am Anfang. Sollten wir ihr folgen? Die lebt ja voll noch. Also gut, es war ja jetzt nicht klar, dass sie tot ist, ne? Also, wir haben ja nur gesehen, die hat eine Spritze reinbekommen. Aber man wusste ja nicht, was mit ihr passiert ist. Heilige Scheiße. Sie lebt. Und sie hat wohl ein Auge verloren. Die Scheiße, Dylan, hat eine was Piratenbinde. Ist das? Augenklappe. Oh mein Gott. Wer ist das? Wer ist denn das? Hä? Wer war denn das jetzt? Das war jetzt aber nicht nur die DMA da, oder? Oder war das der Ryan? Jacob? Jacob ist ja los. Oh, ich hab's jetzt gar nicht richtig erkannt, verdammt. Könnte dieser Jacob gewesen sein, ne? Weil die Emma, die hat sich ja mittlerweile was angezogen und derjenige, der da jetzt drin lag, hatte nur Unterwäsche an. Hm. Haben wir das erste Todesopfer? Hm. Oh, hätten wir ihm besser die Knarre gegeben? Wieder weniger Gewürm bei dieser auf der Welt. Na, ihr wisst schon. Lass uns doch mal sehen. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit, aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der dich verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an, nicht seins. Wenn ich darf, zeige ich dir mehr. Wäre das in Ordnung? Ja klar, komm, das ist ja nie viel, ne, was wir da gezeigt bekommen. Wollen wir natürlich sehen, ne? Dafür sammeln wir die Karten hier. Da ist er. Bärenfalle. Jäger. Da war der Jacob. Vielleicht war es doch nicht der Jacob, wir der da im Wasser lag. In die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Alles klar. Wir sehen uns. Sofern wir... Also sehen tun wir uns schon, aber ob wir noch eine Tarotkarte finden, weiß ich nicht. Kapitel 5 haben wir beendet. Kapitel 6, Nachtgebet. Ah, okay. Jacob ist doch noch am Leben. Er war es also nicht. Aber wer war das jetzt? In dem Pool. Mist! Fuck! Wer war das? Mann.
Da war doch jemand. War das die... Kotzen. Das war bestimmt die Hexe von Quarry. Möglich, ne? Emma, bist du das? Fuck. Gibt's hier noch was? Kann man da irgendwie... Oh ne, der geht da gar nicht lang, ne? Der läuft immer noch in der Boxershorts rum. Puh, da will man echt nicht fallen. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Na, Kamera. Okay. Beweis gesammelt, Speicherkarte. Die Speicherkarte einer kaputten, verdreckten Kamera, die im Wald verloren ging. Okay. Vielleicht ist da ja was drauf. Ja, vielleicht ist was drauf, ne? Haben wir eigentlich was Neues? Natürlich haben wir wieder was Neues. Gucken wir mal eben noch schnell rein. Da haben wir runter in den Kaninchenbau. Ich will ein Spiel spielen. Etwas spielt mit dir, aber vielleicht kannst du das Blatt wenden, indem du einen unbekannten Weg einschlägst. Denk daran, scheinbar unbedeutende Entdeckungen könnten am Ende deine letzte Hoffnung sein. Aha, Abby beschloss, Emma zu helfen, in die Hütte einzubrechen. Abby hatte Gelegenheit, das Innere der Hütte zu erkunden. Abby verstaute das vergessene Spielzeug in ihrer Tasche. Abby ließ ihren Rucksack in der Küche der Lodge zurück. Gut, das konnten wir, glaube ich, aber nicht so beeinflussen, ne? Das hat die eigentlich mehr oder weniger von sich ausgemacht. Aber das Thema ist, dass da ja... Da, dass das Spielzeug da drin ist, ne? Der Teddy oder was das ist. So, aber sie hat ihren Rucksack in der Küche der Lodge zurückgelassen. Aber das konnten wir, die ist ja dann automatisch hier in das Zimmer reingekommen, da konnten wir eigentlich gar nicht wirklich was tun, ne? Caitlin, Abby und Nick gelang es, sich in der Hütte zu verstecken, ohne dass die Kreatur sie bemerkte. Das war gut, weil wir ja am Anfang die Tür aufgebrochen haben. Hätten wir das, glaube ich, nicht gemacht am Anfang, hätten wir da ein Problem bekommen, ne? Mit Sicherheit. Dylan wurde bei dem Versuch, die Rückkopplung zu erzeugen, von der Kreatur gebissen. Okay, dann haben wir hier die helfende Hand. Wer nichts wagt, was ist schlimmer, als Leib und Leben zu riskieren? Sich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen. Wenn ein Freund dich bittet, ihm zur Hand zu gehen, musst du dich mittelalterlicher Methoden bedienen. Ryan beschloss, Dylans Hand abzutrennen. Ryan trennte Dylans Hand mit der Kettensäge ab. Dylans Infektion breitete sich nicht weiter aus. Ja, mit der Shotgun wäre schon ein bisschen crazy gewesen, meiner Meinung nach, ne? Camp. Da haben wir wieder auch was Neues. Radioschuppen. An alle Hecketiere. Das ist euer Weckruf. Der Radioschuppen neben den Hütten dient der Einhaltung der Tagesabläufe. Über Radio informieren wir unsere Camper über den Beginn von Aktivitäten, Essenszeiten und alle wichtigen Termine im Camp. Denn informierte Camper sind glückliche Camper.
Das Poolhaus. Direkt neben unserem modernen Pool befindet sich das Poolhaus, wo sich die Camper nach dem Badevergnügen ungestört abtrocknen und umziehen können. Hier gibt es außerdem Schließfächer für die Besitztümer unserer Camper, um ihnen einen sorglosen Tag im kühlen Nass zu ermöglichen. Okay. Weiter geht's. Haben ein bisschen Zeit ist noch. Viertelstunde haben wir noch, bevor die Folge mal wieder zu Ende ist. Bin gespannt, wie viele es noch werden. Jetzt sind wir aktuell, was habe ich eben gesagt? Folge 5, ne? Ich denke, so ein paar Folgen werden es mit Sicherheit noch. Ah, dann bin ich auch gespannt, was es mit dieser Hexe da auf sich hat. Mit diesem Geist. Warum, weshalb und wieso der hier ist. Oh Gott, Emma! Verdammter Scheiß! Okay, sind beide am Leben? Aber wer war das im Pool? Oh mein Gott, Emma. Bin ich froh, dich zu sehen. Batsch. Scheiße, Mann! Au. Du hast mich im Stich gelassen! Voll eine reingeprezelt hier. Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin... froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party! Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Hm, riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Entschuldigend. Shit, tut mir leid. Defensiv. Ich versuche, uns zu retten. Ah, komm. Shit, okay, weißt du was? Ist gut. Okay, hast recht. Tut mir leid. Du nervst unfassbar. Oh mein Gott, können wir das später diskutieren? Okay, ganz im Ernst. Ich suche dich, seit ich von diesem Ding zum ersten Mal gehört habe. Von den Dingern? Also Plural? Was, wirklich? Oh. Holy shit. Was? Und der rennt einfach weg jetzt, ja? Was ist mit ihm, Alter? Verstecken, rennen. Ah. Was machen wir? Komm, wir rennen weiter. Immer rennen. Ich glaube, irgendwann wird mir das noch zum Verhängnis, wenn ich mich immer für Rennen entscheide. Na? Zack, Alter. Holy shit. Ein Schweinekopf. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Oh. Das alles voll mit Bärenfallen, habt ihr gesehen? Bleib stehen. Wir hätten es besser versteckt, ne? Ich hab's gerade noch gesagt. Irgendwann wird's mir zum Verhängnis.
mit meiner scheiß Wegrennerei. Loseisen. Was ist ein Loseisen? Rausziehen. Loseisen. Rausziehen. Rausziehen wäre... Ich weiß nicht. Ich mach mal Loseisen. Ich denke, da fällt das R, ne? Oder, keine Ahnung. Losreißen. Aber der muss das Ding aufmachen. Der kann doch den Fuß da nicht so rausziehen. Hätte ich mich doch nur versteckt. Beim nächsten Mal verstecken wir uns. Versprochen. Weg aktualisiert. Da ist der andere Jäger. Der war jetzt nicht so freundlich gesinnt, ne? Wie der andere. Der hat uns direkt mal schön eine reingeprezelt. Wer ist das? Ich konnte es nicht erkennen. Vielleicht kennen wir die auch noch gar nicht. Ne? Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Sein. Mitfühlend, alles klar. Vernünftig. Sollen wir was tun? Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Keine Ahnung, vielleicht mal herausfinden, wer es ist. Mich interessiert jetzt, wer das ist. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Ah, ist die Tochter also von dem Hackett. Okay, oh, alles Mann. Klar. Arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Einschreiten, Besser ist es. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Hey! Komm her. Oh, Nick, was soll das? Lass das! Pass auf, meine Tarn! Nick? Alles okay? Sollte nur aufhören. Nick, Mann! Na gut, mag anscheinend nicht so. Epi trösten, Nick helfen. Okay. Er ist kurz vor der okay. Verwandlung da, ne? Ich hab fand er jetzt nicht so cool, was das Wasser. Was hab ich getan? Abby weiß seine Unterstützung zu schätzen. Der Nick ist eh am Arsch. Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Hackett's Quarry Camp Poolhaus. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut. Du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären. Hm? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt. Nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Gut, das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Denn, liebe Leute, unsere Zeit ist mal wieder um eine Stunde vorbei. Ja, mittlerweile, wie gesagt, hier Kapitel 6, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Kapitel es sind. Ja. Der gute Dylan hat leider eine Hand verloren.
Aber es geht ihm soweit ganz gut, was man von dem Nick nicht gerade behaupten kann. Und ja, bin sehr gespannt, was die Nacht in Hackett's Quarry noch so mit sich bringt. Ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, haut rein und Servus.